Es geht um uns religiöse Leute. Wir wollen immer, dass Gott andere Leute ändert, aber nicht uns selbst. Wir wollen, dass Gott unsere Umstände ändert, aber nicht unser Herz. Wir wollen, dass Gott unsere Umgebung ändert, aber nicht unsere Seele oder unseren Verstand. Wir sind so resistent. Aber Jesus sagt, bevor ich die Umstände in deinem Leben ändere, möchte ich dich ändern. Ich möchte dich verändern. Wir wollen, dass Jesus unser Retter ist, aber nicht unser Herr. Wir wollen, dass er uns vor der Hölle rettet, vor Krankheit, vor Armut und vor zerbrochenen Beziehungen. Aber wir wollen nicht, dass er unsere Geldwechsler und Taubenhändler anrührt. Wir wollen nicht, dass er in unseren Tempel kommt und sich um die wirklich schmerzhaften und die schwierigen Sachen in unserem Leben kümmert. Oft machen wir Jesus zu einer einfachen Projektion, in der der Name Jesus, die Idee Jesus, einfach zu dem wird, was wir gerade möchten. Wir beten nicht mehr besonders viel und verbringen kaum noch Zeit mit ihm, sodass es für uns einfach wird, uns einzubilden, dass Jesus irgendwie so ist, wie wir es uns vorstellen. Wir verändern unsere Sicht auf Jesus und fangen an zu ignorieren, dass er uns aufgetragen hat, keine zornigen Menschen zu sein. Wir sollen ehrlich sein, unsere Feinde lieben und religiöse Dinge nicht wegen einer Belohnung oder aus Zwang heraus tun. Wir sollen nicht großzügig sein, um uns so mit ihm zu versöhnen, sondern um uns Schätze im Himmel zu sammeln. Wir sollen andere nicht verurteilen und den Menschen unsere Religion nicht aufzwingen. All diese Dinge. Manchmal wollen wir gar nicht seine Apostel sein, sondern nur die Mitfahrer auf seinem Rettungsboot. Aber man kann diese beiden Dinge nicht trennen. Jesus fordert uns auf, die Dinge zu tun, die er uns aufgetragen hat. Er ist nicht unsere Selbstprojektion und wir haben auch keinen Anspruch darauf, alles zu bekommen, was wir glauben, bekommen zu müssen. Sie können Jesus nicht verändern. Er kann nur Sie verändern. Und der einzige Weg, durch den Jesus die Welt und die Umstände in der Welt verändert, ist, indem er zuerst uns Menschen verändert. Verstehen Sie nicht, dass auch Sie ein Umstand sein könnten, für den jemand betet, dass Gott ihn ändern würde? Lassen Sie mich das wiederholen. Verstehen Sie nicht, dass es die Antwort auf das Gebet eines anderen sein könnte, wenn Jesus Sie verändert? Wir denken nicht oft darüber nach, wie unsere Handlungen, Einstellungen oder sogar Emotionen die Menschen, mit denen wir leben, die mit uns arbeiten und mit denen wir unser Leben teilen, beeinträchtigen. Wir denken nur daran, wie wir uns gerade fühlen. Und wir wollen nicht, dass Jesus das anrührt, an uns arbeitet, uns verändert oder einen Unterschied bewirkt. Der Knackpunkt der ganzen Geschichte ist, dass wir so resistent sind. Wir wollen, dass Jesus das ist, was wir denken, dass er sein sollte. Die Leute dachten, dass Jesus ein militärischer Anführer sein würde und dass er sich um Rom kümmern würde. Sie dachten, er würde sie von den Römern erretten. Aber Jesus sagt, nein, ich werde euch von euch selbst erretten. Das ist meistens nicht das, was wir wollen. Rette uns, Herr, rette uns. Rette mich vor meinem Job, rette mich vor meinem gemeinen Nachbarn, rette meine Kinder. Sie wissen schon, rette mich vor was auch immer. Er sagt, ich werde dich retten, aber nicht so, wie du es willst. Ich werde dich retten, indem ich dein Herz verändere, wenn du mich lässt.